Granada, Märchen aus uralter Zeit. Deine Schönheit lockt wie vor vielen hundert Jahren noch heut. Das ist meine Voice. Dieses Lied will ich für dich heute singen. Dieses Lied soll dir zum Ruhm erklingen. Kennt ihr Granada? Von Ferne die silbernen Sterne, Granada. Komm schon, nun redet der Mann. Hört es wieder, verrauscht sind die Lieder, Granada. Hallo. Guten Abend. Hallo. Hallo. Wer bist du? Wie heißt mein du? Mein Name ist Dieter. Ich bin 80 Jahre alt und komme aus dem schönen Sauerland. Aus dem Sauerland. Sauerland. Ich muss zugeben, ich habe lange gebraucht, bis ich gebuzzert habe, weil es ist ja ein Musikgenre, das ein bisschen aus dem Pop, Rock, Folk, Chanson Rahmen rausbricht. Aber es ist unfassbar, was du als Sänger hier leistest. Ich bin Chorsänger, das muss ich vorweg sagen. Ich singe in Chören und bin also reiner Autodidakt. Ja, und das ist jetzt mein erster richtig ganz großer Auftritt. Ich habe schon auf kleineren Bühnen natürlich auch gesungen in unserem Heimatort. Aber sag mal, so etwas wie hier, was einem das Herz höher schlagen lässt, das habe ich noch nie erlebt. Und das war jetzt sehr schön, hier dabei gewesen zu sein. Ja. Ja, wir fanden das auch allererste Sahne, muss man sagen. Das war richtig, richtig gut. Das, was du da gemacht hast, gehört auf jeden Fall hierher und muss hier auch weiterkommen. Dankeschön. Danke. Ein bisschen ärgere ich mich ja schon jetzt. Ey. Ja. 80 Jahre, ey, Respekt. Wenn man 80 Jahre alt ist, was hast du denn in diesen Jahren gemacht? Wie sieht dein Leben aus? Was hast du beruflich? Hast du Familie? Also ja, ich war Fertigungsleiter in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb und habe aber schon seit meinem 6. Lebensjahr in Chören gesungen. Aha. Habe im Sopran gesungen als 11-Jähriger. Es gab keinen Sopran, der so hoch kam wie ich. Wow. Ich freue mich sehr, dass du in meinem Team bist. Let's make some noise for this guy. Danke. Hallo, freut mich sehr. Oh, Mann.